So, jetzt geht's los hier. So. Ja, und jetzt kommt der Reisig rein. Pass auf, wir nehmen erstmal den großen hier oder diesen kantigen hier. So, siehst du mal, das sieht doch schon gut aus. Vielleicht brauchen wir den ja gar nicht. Den können wir erstmal. So, und jetzt kommt Hobelspäne. Brauchen wir, nicht? Leicht. So, und. Und das ist leichtes Holz. So, Kai, schmeißt du an? Ja, das sieht hier alles so simpel aus, aber das, was unsere Großeltern gemacht haben, war alles zu nutzen, was zu nutzen war. Wir nehmen heute mit einem Riesenaufwand, erzeugen wir Strom und machen dann große Backöfen. Das ist einfach Baumschnitt, den man sonst nicht mehr sinnvoll nehmen kann oder verwenden kann. Völlig unbehandeltes Holz, ganz gesund. Und die Asche hat man nachher rausgenommen und für die Felder genommen zum Düngen. Und das ist etwas, was wir eigentlich wieder lernen müssen, dass wir sinnvolle Kreisläufe erzeugen, ohne zu viel wegzuwerfen. Klar, ich glaube, du kannst ruhig schon ein Stück vorsichtig vorne rauflegen, was? Ja, und dann danach müssen wir es ja nach hinten schieben, ne? Aber ruhig auch vorne. Wir haben eben das Holz nach hinten geschoben, weil der Backofen hat eine Tiefe von fast 3 Meter. Und das Feuer muss ja rundrum, also alle Steine erwärmen. Und der Trick ist ja, dass wir eine Wandung haben von fast 50 Zentimetern. Und das ist alles Schamott und Lehm. Und das braucht eine ganze Zeit, bis das warm wird. Aber dann haben wir nämlich die Chance, dass wir ganz lange diese Wärme auch nutzen können. Und das ist auch etwas, was total sinnvoll und ökologisch eigentlich ist. Der Ofen, der kommt auf eine Höhe von, was meinst du, Kai? 220 Grad, 240 Grad? Oder noch mehr, nicht? Und wir messen ja nachher noch. Wir messen ja nachher noch. Das werden wir ja nachher noch machen müssen, weil wir ja gar nicht wissen, wie heiß der ist. Und dann gibt dieser Ofen, diese Steine, ganz langsam die Wärme wieder in den Backraum rein. Und das hat den großen Vorteil, dass man sehr lange mit abfallender Wärme backen kann. Und alles mit Holz, was man sonst nicht mehr vernünftig gebrauchen kann. Kiefern, hauptsächlich Nadelholz. Nadelholz, was hat eine hohe Energiedichte. Und macht es sehr schnell. Kai, was meinst du, wie lange brauchen wir ungefähr? Wir brauchen 2,5 Stunden zum Anheizen. Ja, nicht? Mhm. Sonst reicht das nachher nicht aus mit dem Butterkuchen. Wir müssen auch zwischendurch schön umrühren, damit die Blut gleichmäßig überall liegt. Ja, genau. Das ist schön an den Stein gleichmäßig verteilt. Ja. Und der Schamott nimmt eben gut die Wärme auf und speichert sie und gibt sie schön lange wieder ab. Nicht? Auf dem Lande gab es immer ganz, ganz arme Landarbeiterfamilien. Die hatten so viel zu wenig Geld, um sich selber ein Haus zu bauen, auch keine kleine Karte. Und die Allerärmsten, die sind zum Teil in diese Häuser eingezogen und haben diese Backhäuser, die ja ursprünglich mal Kornspeicher waren, bewohnt. Mit ihren Familien, mit ihren Kindern, alle in diesem kleinen Raum. Und alle 14 Tage haben die großen Bauern gebacken. Und dann mussten die Familie mit ihrem Sack und Pack, mit ihrem Bettzeug, mit ihren Kindern, mit ihren Möbeln, mit ihren ganzen Klamotten raus aus diesem Haus. Und dann wurde der ganze Tag gebacken, so wie wir das heute ja auch machen. Und abends zogen sie dann wieder rein. Das war also nicht nur romantisch, die alte Zeit, sondern das war wirklich sehr hart. Und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie hier gelebt haben, in so einem Haus. Mit wie vielen Leuten? Ja, große Familie mit 4, 5 Kindern. Mann, Frau, 4, 5 Kinder, vielleicht noch eine alte Oma, die auch noch versorgt werden musste. Das ist die bittere Realität der armen Landarbeiter gewesen. Und die waren froh, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten. Und wir haben hier neue Dachpfannen drauf, neue alte Dachpfannen, aber das war auch nicht unbedingt immer dicht, das Dach. Das ist der Alltag gewesen dieser Menschen. Ja, für ein gutes Brot braucht man eigentlich nur 4 Sachen. Man braucht gutes Mehl, Salz, Wasser und Hefe bzw. Sauerteig. Alles andere ist überflüssig und führt nur dazu, dass man dann ein Brot hat, was man nicht gut vertragen kann, was aber industriell besser zu fertigen ist, was dann bis 22 Uhr frisch in der Ladentheke liegt. Am nächsten Tag wirft man es weg. Und unsere Großeltern, die haben eigentlich eine Idee gehabt, die noch nichts mit ökologisch und mit biologisch zu tun hatte. Die haben aber danach gehandelt. Die haben ein nachhaltiges und total gesundes Produkt hergestellt, nämlich mit Mehl, Wasser, Salz und Sauerteighefe.
Und damit haben die ein Brot gebacken, was 14 Tage gehalten hat. Die haben das in Leinensäcke aufgehängt, mäusesicher natürlich. Und dann haben die 14 Tage davon gelebt. Die letzten 3 Tage gab es Brotsuppe, weil das schon so hart war. Und dann kam der Backtag und dann waren alle wieder fröhlich und gut gelaunt. Dann gab es frisches Brot und frischen Butterkuchen. Und dann ging sozusagen dieser 2-Wochen-Rhythmus wieder von vorne. Na, jetzt werde ich mal nachgucken, wie es aussieht. Oh, schon ganz gut, aber hinten, ganz hinten, am Ende des Backofens ist es noch schwarz. Ja, Horst, wie lange haben wir den jetzt in Gang? Ich denke mal eine gute Stunde. Ja, sieht gut aus, aber man könnte meinen, der Ofen wäre heiß genug. Aber wenn man hinten reinguckt, an die Rückwand, da sind die Steine noch schwarz, die Schamottsteine. Dass da der Ruß noch nicht verbrannt ist. Ist noch nicht heiß genug. Ist noch nicht heiß genug. Wir müssen noch eine Stunde muss das noch runterbrennen. Ja. Und wir müssen es einmal durchrühren, dass die Glut gleichmäßig auf dem Boden liegt. Ja. Sonst haben wir nachher schwarze Flecke am Butterkuchen und im Brot. Ja, jetzt kommt ja als erstes das Mehl rein, ne? Ja, der Pott ist sauber. Ja gut, dann mal zu. Horst, dann kipp mal rein. Ganz langsam rein, jawohl, unser Mischmehl, Roggenweizen-Mischmehl. Genau. Ja. So, was kommt jetzt? Verteilen wir das Salz auf den Brand. Ja, damit das nicht mit den Triebmitteln zusammenkommt. Ja, genau. Damit da nichts schief geht. So, wunderbar. Oh, da kommt ganz schön viel Salz rein. Ja. Gucken wir mal, was mit dem Sauerteig machen. Die machen hier in die Mitte schön rein. Mhm. Und die feuchte Hefe. Und feuchte Hefe. Ja. Die müssen wir ein bisschen zerkören hier, siehst du? Mhm. Ja, eigentlich gar nicht mehr so viel. Das Schlimmste ist ja, wenn man Salz vergisst. Also man kann so viel nachher raufschmeißen, wie man will, das schmeckt einfach nicht mehr. So, okay. So, zack, und jetzt. So, was hatten wir? 5,4. Ne? Ja. Lass das einmal trocken durchmischen. Ja. So, jetzt ist aber ausreichend gemischt, ne? Ich würde sagen, ja. Jetzt kann Wasser rein. So, langsam rein. Naja, das ist eine ganze Menge. 5 Liter und noch ein halber. Einmal Schnellgang und dann ist gut. Okay, ja, das sieht doch richtig gut aus. Petra, nimm's mal eben. Das war ein Fehler hier. So, dann fasse ich mal mit an, Kai. Oh, erstmal zack. Keramikplatten, die fliegen auch schon. Ja, einer reicht, ne? So. Zack. Okay, warte mal. Einmal noch eben hier rüber. So. Oh, der zieht gut. Ja. Geht das? Gott, schwierige Geburt sieht anders aus. Nein, der Ofen, das Spannende ist, man denkt, jetzt ist das Feuer ja aus, jetzt passiert ja nichts mehr. Ist natürlich Quatsch, weil die Glut hat über 1000 Grad und wärmt immer noch weiter den Ofen an, sodass die Wärme gleichmäßig immer noch weiter in die Steine reinzieht und dann ein Klima erzeugt, was also ganz lange auch Wärme wieder nachher abgibt, wenn die Glut raus ist. Und wir machen jetzt gleich den Butterkuchenteig und wenn der fertig ist, dann werden wir die Asche rausholen aus dem Ofen, also die Glut mit der Asche. Und der Ruß ist jetzt aus dem Ofen auch raus? Ne? Der Ruß ist raus und da wird dann eigentlich nur noch feine Asche drin sein, die machen wir ein bisschen, ziehen wir ein bisschen raus mit einem Wisch, mit einem Birkenreisig und dann kann das Brot rein. Dann muss der Ofen ruhen, 15 Minuten, sodass sich die Wärme nochmal gleichmäßig verteilt und dann kommt der Butterkuchen rein. Butterkuchen braucht 240 Grad, also richtig heiß, richtig große Hitze.
und braucht eben aber auch nur entsprechend 5 bis 6 Minuten, dann ist er fertig. So. Dann machen wir mal gucken. Oh, eine halbe Stunde ist jetzt um. Naja, fast eine ganze Stunde, ja, ja, nicht? Ja, ja, ja. Oh, um fast verdoppelt hat sich der Teig, ne? Aber fast, ne? So. Mhm. So, und jetzt machen wir Portionen, nicht? Brotportionen. Wie viel nimmst du, Kai? Ja, 750 Gramm. 750 Gramm, aha. Mehl reingemacht? Mhm. Nee, nee. Also mach ich. So, und zack. Ja. Und Brot galt ja schon immer als Symbol für Wohlstand und für Glück und für Überleben. Und hat also ganz viel auch mit christlicher Symbolik zu tun gehabt. Und die Leute haben immer früher in ihr Hochzeitsbrot, damit es Glück bringt, auch ein Kreuz reingeschnitten. Außerdem hat das den Effekt, und das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, dass man das Brot nachher dann besser teilen kann und es geht auch besser auf. Und es geht auch besser auf, genau. Also insofern verbindet das viele Dinge miteinander. So, zack, rein. So, und wenn wir jetzt diesen Teig fertig haben in den Gärkörben, dann muss er eine halbe Stunde ungefähr gehen, ne Kai? Gute halbe Stunde mindestens. Und in der Zeit machen wir nochmal schnell den Butterkuchenteig für zum Naschen gleich. Das ist ein sogenannter Brotstempel. Das war früher so, dass die auch Gemeinschaftsbackhäuser hatten, die Menschen. Und dann haben die, um nachher nicht durcheinander zu kommen, um keinen Ärger zu haben, hatte jede Familie ein bestimmtes Symbol, einen Stempel. Und hat den, ich mach das mal, auf das Brot gedrückt. So. Und man kann sehen, das gibt dieses Abzeichen dann im Brot. Wir können das ja mal auf Spaß mal machen, zwei, dreimal. Und dann wusste man natürlich, welches Brot zu welcher Familie gehört, weil die Brote sich ja dann doch sehr verändern im Backofen. Es gab eine ganze Reihe von Leuten, die einfach kein Interesse daran hatten, nur dieses Industriebrot zu essen. Und wir haben überlegt, dass die Tradition, die unsere Eltern eigentlich noch hatten, diese Brotbacktradition, dass sie das selbst, ein Produkt selbst hergestellt hatten, von Anfang bis Ende, dass das alles verloren geht. Und wir haben gesagt, es ist eigentlich wunderbar, wenn wir diese Tradition aufrechterhalten. Das ist ein wichtiges Motiv gewesen. Das andere ist aber, und das ist für mich die Fortsetzung, nämlich zu überlegen, wie kann man das in die heutige Zeit übertragen. Und wir haben ja auch die Idee, wenn wir hier Backfeste haben, dass Familien ihre vorbereiteten Brote hierher bringen und wir die mit abbacken. Das heißt also, dass sie die Erfahrung machen, sie können auch ihr eigenes Brot in einem Steinbackofen herstellen. Das heißt also so die Idee, die Tradition zu bewahren, aber zu überlegen, was können wir darüber retten in die heutige Zeit. Und das ist auch der Punkt gewesen mit dem Teig, dass man eben gesunde Zutaten nimmt. Keine Backmischungen, die ganz viel Chemie beinhalten, sondern einfach nur gutes Mehl und dann eben Salz, Wasser und dann Hefe, Schrägstrich, Sauerteig, je nachdem, ob man Mischbrot macht oder ein Sauerteigbrot oder ein Hefebrot, ein Weizenbrot. Aber mehr braucht man nicht. Und das wieder zu erkennen, dass das ein Wert ist, wo wir Angst haben, dass der verloren geht. Das ist ein wichtiges Motiv für uns, auch das hier zu machen. Und ein anderes Motiv ist, dass es uns das auch Spaß macht. Das kann man vielleicht auch sehen. Wir verstehen uns gut und wir ziehen auch immer mal wieder neue Leute hier rein in dieses Backhaus und in dieses wunderschöne Haus und in diese Backgeschichte hier, sodass das eben auch wirklich weitergeht. Also da sieht man, wir haben auch Philosophen unter uns, nicht? Das ist ja auch schon mal, ja toll. Aber das ist genau die Idee, zu sagen, wir wollen nicht hier eine eingefrorene Geschichte machen, sondern wir wollen auch etwas machen, was nach vorne zeigt und was auch junge Leute nach uns auch verwenden können. Und die erkennen müssen, dass das nicht so eine Heimattümelei ist, sondern dass es etwas ist, was einen echten, realen Wert hat, im eigenen Dorf so was Schönes auch zu machen. Und eben auch in der Gemeinschaft was zu machen. Ja, nicht jeder vor seinem Elektroherd sitzen. Wir haben ja jetzt den Brotteig in den Gärkörben und haben zwischendurch noch mal schnell Butterkuchenteig vorbereitet, weil der sehr beliebt ist im Dorf. Und
Wir werden jetzt also eben parallel auch noch drei Bleche Butterkuchen vorbereiten. Gehst du mal bitte in den rüber. Warte mal kurz. Ja. Einen fertig. Und der Butterkuchenteig, das ist der Teig, der als allererstes in den Ofen kommt, weil der die größte Hitze braucht, aber nur ganz kurz rein muss. Ja. Ne, guck mal, Horst hat schon einen fertig. Wow. Der Horst ist der Spezi. Der wird gefaltet. Warte, müssen wir schon hier so rüber machen. So, der wird gefaltet und nochmal gefaltet und wieder entfaltet. Wunderbar, wow. Ich bin hier hergezogen und als ich mitkriegte, dass man hier ein Backhaus bauen möchte, habe ich gesagt, in meiner Freizeit müsse ich ja irgendwas in Luttum tun. Da bin ich bei, da mache ich mit. Und da bin ich gleich in den Heimatverein eingestiegen, eingetreten und seitdem mache ich hier mit. Und das ist 1995 gewesen und zu dieser Zeit war ich sehr mit Arbeit in Bremen beschäftigt und habe aber immer meinen Vater beobachtet. Der war Backmeister, der lebt schon lange nicht mehr. Und das war die erste Generation der Backmeister. Mhm. Und als mein Vater dann klapperiger wurde, hat sich das so ergeben. Und ich bin ganz froh darüber, dass sich das so ergeben hat. Dann bin ich sozusagen die nächste Generation gewesen von Backmeistern. Das war bei mir der Einstieg. Ja, bei mir war es eben halt so, ich bin später dazu gekommen. Und mein Hobby war schon immer Kochen und Backen. Und da Mensch, hier hast du mal eine Möglichkeit, vor allen Dingen mit einem solchen Ofen umzugehen und zu arbeiten. Das ist wirklich fantastisch und eine Herausforderung jedes Mal. Was ist anders? Es sind andere Temperaturen, es sind andere Gegebenheiten. Das heißt, man weiß nie, ob der Ofen durchgekühlt war, wie weit man ihn erhitzt hat, wie unten der Boden ist, wenn man Brote einschießt und, und. Das ist also jedes Mal Konzentration am Ofen, das werdet ihr nachher auch sehen. Beim Einschießen der Brote gucken, welchen Grad der Bräune hat das Brot schon und. Und beim Butterkuchen, den wir ja auch gleich reinschieben werden, ist es noch extremer. Da ist so eine Backzeit zwischen 4 und 8 Minuten, je nachdem wie die Hitze ist und wie viel Fett oder Butter drauf ist. Und da muss man höllisch aufpassen. Und das, wie gesagt, ist eine Herausforderung und macht unheimlich Spaß. Ja, das ist Handwerk. Ja, hier geht das ja auch Pi mal Daumen. Man kann nicht sagen, das sind 220 Grad. Das muss man im Gespür haben. Ja. Das dauert so ein paar Backdurchgänge und ein paar Probierungen. Dann hat man ein Gespür dafür und weiß, jetzt rein, jetzt raus. Nein, noch 2 Minuten, noch 3 Minuten. An, aus, gucken. Und wir backen hier in Mengen und nicht in Haushaltsmengen, wo ich nur zu Hause einen Bett mache. Genau. Und wir haben auch schon schwarzen Butterkuchen rausgeholt. So ist es nicht. Habt ihr auch mal Salz vergessen beim Brot? Ja, einmal. Das schmeckt wie Knüppel auf dem Kopf. Das kann man so sagen. Aber wir ergänzen uns gut und lernen immer noch dazu. Ja. Das heißt, dieses Backen ist auch ein Stück gelebte Gemeinschaft. Ja, auf jeden Fall. Und das sieht man auch daran, dass wir eben auch nicht nur für uns hier backen, sondern dass wir eben auch an Backtagen das Dorf einladen, eben vorbereitetes Brot hier mit herzubringen zum Abbacken. Und wir machen hier auch sonst noch was. Nicht? Was machen wir sonst noch hier im Backhaus? Naja, unsere Feste, die wir haben für die Gemeinde, also für die Gemeinschaft. Wir unterstützen andere Vereine, indem wir Brot und Kuchen backen. Letztens hatten wir gerade die Kirche hier zu Gast. Ja, Gemeindefest, Kirchengemeindefest hatten wir hier. Gemeindefest gemacht hat. Und so sind einige Veranstaltungen. Ja, zum Beispiel, da wäre das Erntefest, unser Heimatvereinfest, die Ferienpassaktion für Kinder, Weihnachtsbacken für Kinder, Plätzchenbacken. Und Wir selbst ja auch, für uns backen wir ja auch nochmal und kreieren was noch. So, jetzt muss die Glut raus. Lass mal, ich mach das mal. Ja, du machst erstmal die Schotten auf. Oh ja, weit runtergebrannt, das ist gut. So, lass mal die Kanne weg. So wenig ist übrig geblieben. Erstaunlich, nicht? Dann damit. Dieser Hudelwisch wird jetzt genommen, um die größeren Ascheteile rauszubekommen, damit wir dann das Brot einfach auf den Steinboden einschieben können. Dann bleibt immer ein bisschen Asche noch in der Brotrinde hängen. Und das war früher natürlich auch etwas, wo die Leute gesagt haben, ist ja nicht so schick wie ein Bäckerbrot. Letztendlich weiß man heute, dass das reine verbrannte Holzasche ist und dass das wirklich wertvolle Mineralien und Spurenelemente sind, die da in der Asche sind. Und das, was ein bisschen davon im Brot dann landet, das ist eigentlich eine gute Sache. Das ist gesund
und hat noch niemanden geschadet. Und ist absolut keimfrei natürlich, bei 1000 Grad überlebt keine Laus. Also wir machen jetzt nur das Grobe raus und dann kommt das Brot nachher rein. Aber vorher der Butterkuchen. Ja, ja, der hat aber noch Hitze. Ja, und jetzt kommt gleich die Prüfung der Temperatur. Im Mittelalter war das so, dass man unterschiedliche Formen gefunden hat, um die Temperatur zu messen. Jeder hatte eigentlich seine eigene Idee. Und eine ist eben das, was wir von unseren Großvätern gelernt haben, mit der Granne, mit der Ähre, die nach 2 Minuten sich so ein bisschen verformen muss, aber nicht schwarz werden darf. Und in Süddeutschland hat man die Mehlprobe gemacht. Dann hat man eine Handvoll Mehl in den Ofen geworfen und dann hat man gewartet. Und damit aber klar wäre, wie lange man wartet, hat man das ein Vaterunser gebetet. Und dann hat man geguckt, ist das Mehl schwarz, dann war der Ofen zu heiß, da musste man noch ein bisschen warten. Oder ist das Mehl so braun, angenehm braun, dann war es gut und man konnte das Brot einschieben. Und wir machen also diese Kornprobe, die Ehrenprobe. Und wir haben aber auch, weil wir modern sind und weil wir ja gesagt haben, wir wollen eine Brücke zur heutigen Zeit schlagen, wir haben natürlich auch ein Thermometer. Keine, das kannst du ja, stecken wir dann auch rein, um einfach auch nochmal uns eine Sicherheit zu geben. Und was man auch machen kann, ist die Armprobe. Das haben jeder schwört da auf seine Methode. Man kann also den Arm da reinhalten, wahrscheinlich kein Vater unser lang, aber und merkt, kriegt dann auch ein Gefühl dafür im Laufe der Jahre, wie sich das anfühlen muss, dass es ausreicht. So, und hier gibt es eine kleine Bohrung, die haben wir gleich beim Einbau. So ein Kupferrohr mit vorgesehen, sodass man dann auch gucken kann, wie warm ist es. Und das Thermometer wird schön steigen. Verfärbt und auch verformt etwas. Die waren gerader. Und somit ist es in Ordnung. Also haben wir das richtig gemacht mit dem Einheizen. Ja, ja. Yippie! Also wir haben diese Vorrichtung selbst gebaut, um die Löcher für die Vertiefung in den Butterkuchen reinzubekommen, in dem nachher die Butter schwimmt und der Zucker sich absetzt. Ja, und so im Frühjahr haben wir es immer mit dem Daumen oder irgendwas gemacht und das war nicht so schön. Jetzt haben wir es regelmäßig. Ich zeige das einfach mal. Wir gehen dann noch bei. So, denn Butterkuchen ist Butterkuchen. Da kann man nicht mit Butter sparen, da kann man auch nicht mit Zucker sparen. Das gibt dann so gesundheitsbewusste junge Frauen, die dann manchmal uns den Butterkuchen dann vorgebracht haben. Und dann haben wir gesagt, oh toll, danke. Und dann, wenn die weg waren, haben wir da erstmal ordentlich Butter und Zucker drauf gemacht. Und dann fanden die den ja total lecker. Also die Butter, die verläuft ja in diese Löcher dann. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber... Wie viel Grad haben wir denn? Mach weiter. Oh, ja, mach weiter. Du kannst hetzen, so. Willst du einschießen? Ja. Dann kann man schon drauf machen. Jetzt bitte streuen. So. Das war's. Genau. Gut, dann machen wir mal die Tür auf. Der Ofen sieht jetzt schwarz aus, weil natürlich die Glut raus ist, aber wow, er hat Hitze. Nummer 1. Zwei links. Zwei links. Voilà. Ah, schnell zu. Ja, hier haben wir unseren Schieber zum Abregeln. Der passt genau in den Ofen rein. Der hat genau den Querschnitt von dem Schornstein. Und damit regulieren wir nochmal die Temperatur, sodass keine in den Schornstein flöten geht. Ja. Und wir die ganze Hitze in unserem Ofen behalten. Genau. So, das machen wir jetzt auf. Und der Riegel kommt rein. Und dann kann man auch beobachten, wie das Thermometer hochgeht. Ne? So, der Butterkuchen ist jetzt mal gerade 1,5 Minuten drin. 7 Minuten braucht er, glaube ich. Ungefähr, ja. Schauen wir mal bei der Temperatur. In 2 Minuten, 2,5 Minuten schauen wir das erste Mal nach, um zu schauen, wie er die Oberfläche angezogen hat, aber eine leichte Bräune. So. Kandidat Nummer 1, schauen wir mal. Oh, der sieht schon. Der sieht gut aus, oder? Ja. Oh, guck dir den an. Besser geht's nicht.
Mensch, wer hat eigentlich die Butter so schön da gelegt, dass sie so gut drauf liegt? Ja. Halt sie aus. Super, wir haben die ersten drei Butterkuchen für heute fertig. So. Jetzt Brote einschießen. Zack. Und ab geht's. Klar. Nee, das geht nicht. Die gucken da oben schon raus. Aufknallen. Nein, dann nicht. Nimmt man Akkord. Wenn die zusammen, wenn die gehen. Oh, ein bisschen, aber das schadet nichts. So. Das ist die Speisung der 10.000, ist das hier. Hier sind noch zwei. Los, komm, zack. Ja, Mensch. Alter, Treiber, du. So, Tür zu. Gut so. Zack, Tür zu. Wie lange bleibt das Brot drin? Stunde. Ja, also das ist so, wenn man Brot backt, die Gäste kriegen das erste Stück Brot. Brot ist was sehr Besonderes und das ist auch tatsächlich heute noch so. Viele Menschen haben immer noch Hemmungen, also zum Beispiel auch altes Brot wegzuwerfen, was ich auch gut finde. Und Brot ist auch was, ja, was auch was Heiliges, was die Menschen genährt hat. Und es ist so, dass Menschen, also dass die Gäste sozusagen als Wertschätzung immer, wenn wir gebacken haben, das erste Stück Brot kriegen. Das ist Brauch so, ne? Das wird auch heute so. Ja, ja, und das war früher so und ich finde das auch einen guten Brauch. So eine Achtung vor dem Gast. So ein bisschen Tradition. Ja, jo. Genau, ne? So. So. Dann hoffen wir, dass es was wird. Ne? Ja, so, greif zum Messer. Schön tief halten, langsam. Schön tief halten, ja. Jawohl. Wir haben es geschafft. So, der Butterkuchen ist fertig. Ihr könnt jetzt kommen. Ja, los, dran, komm dran. Alles fertig hier. Ihr auch. Oh. Ja. So. Ist jetzt im Ofen. Bei fallender Hitze. Wir haben jetzt noch 160 Grad. Vorher hatten wir knapp 200. Und jetzt werden die Brote gar sein. Und wir holen sie jetzt raus. Und wir machen dann gleich die Klopfprobe, nicht? Bei den mittleren Brot. Ja? Auf geht's. Hm. Oh, die sehen aber auch schon gut aus. Ne? Boah. Das muss klingen, als wenn man gegen eine alte Schatztruhe klopft. Dann ist das Brot gut. So. Na, was sagt ihr jetzt? Ja. So, guck mal. 1A. Guckt euch das mal an. Was ist das für eine Kuh? Wirklich, ne? 100%ig. Wirklich 100%ig. Ja. Ne? Gar nicht so schlecht. Abfallende Hitze, lieber 10 Minuten länger, ne? Ja, ne? Oh. Mit dem Brot. Brot und Käse. Dazu ein Stück Brot. Ideal. Weißt du, wie ich hören soll? Oh. Geprüft, der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Kann ich gleich weiterführen. Jetzt flach mal zu. Brot ist noch ein Tick warm.